Servus Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge The Journey Hunter Returns. Wir waren gerade bei Harold, Alex' Vater, und der hat uns zum Dinner eingeladen. Und jetzt geht's weiter. Es hat irgendwie so eine Frau, ich glaube Kim hat sie geheißen, hat ihn angerufen, Harold. Und ja, jetzt geht's hier weiter in Chicago, aber mit einer Trainingseinheit. Ich kann leider noch nicht auf die Abstimmung, ob wir sie jetzt wachen sollen oder nicht, eingehen. Das wird aber in der nächsten Folge oder vielleicht in der übernächsten Folge so sein. Gute Neuigkeiten. Und ja. Nein, heute arbeiten wir daran, den Ball laufen zu lassen. In dieser... Halt dein Maul! In dieser Folge simuliere ich jetzt mal alle Trainings. Vielleicht, wenn es jetzt schlecht ist, naja, eine 3 und eine 4 ist jetzt auch nicht so überragend. Mal schauen, ob Jürgen uns... Nee, es geht zurück. Ach, schade. Schade. Aber es war eine Simulation. Und ich hoffe, dass wir uns mit den Spielen wieder in die Startaufstellung reinbuxieren können. Und jetzt habe ich hier gesehen, wir haben zwei Skillpunkte. Ja, wir machen einmal hier Übersicht und Außenrissschuss noch. Genau, das war's. Und dann geht's weiter hier in Chicago mit dem Spiel gegen die MLS Allstars. Oh mein Gott. Sind aber noch Auswechselspieler anscheinend. Und jetzt geht's rein in die Partie. Wir werden anscheinend eingewechselt. Ja, Roberto Firmino steht anstelle von uns in der Startaufstellung. Und wir spielen natürlich mit Hunter. Ich spiele heute einfach mal auf Weltklasse, weil wir ja in der ersten Folge so oft gewonnen haben. Und jetzt geht's rein in das Spiel gegen die MLS Allstars. Und ja, wir haben immer noch fast 400.000 Follower. Oh mein Gott. Ist ja schon nice. Ja, zeig gegen die besten MLS, was du kannst. Okay. So, das werden wir auf jeden Fall. Wir werden leider eingewechselt. Ist leider nicht so schön, aber 7,0. 5 Schüsse. Okay, so, das sollten wir eigentlich erreichen. Vor allem die 7,0-Wertung. Wir liegen 2-1 zurück. Nein. Oh mein Gott. Ich will hier eigentlich nie zurücklegen in The Journey. Das finde ich immer schade. Ah, vor allem jetzt spielen wir auch noch auf Weltklasse. Das könnte ja ein bisschen schwieriger werden. Aber wir sehen uns jetzt bei den Highlights. Wir haben nur noch 25 Minuten sogar nur noch. Ja, das könnte knapp werden. Lalana, jetzt mal mit dem Seitenwechsel. Na, ich wollte eigentlich hier den Pass anfordern, aber naja. So, Lalana auf Hunter. Was macht der? Oh, jetzt Piazzi mit der Flanke. Oh mein Gott, Almiron vergibt bisher die größte Chance in der Partie, die ja ich hier jetzt live miterleben haben durfte. Und Mino Lemos parieren. Come on. Jetzt, Jürgen, du weißt, was du eigentlich machen musst. Und zwar auf totale Angriff stellen. Wir liegen nämlich immer noch 2-1 hinten. Wir brauchen einfach nur noch ein Tor, um hier in die Verlängerung zu kommen. Aber Piatti. Oh mein Gott. Alter, Freunde. Ich will es einfach nicht verlieren. Ich will es einfach verdammt nochmal nicht verlieren. Oh mein Gott. Komm jetzt alle raus hier. Klein, was machst du denn? Ey, Mann. Ja, Hunter. Hunter, zieh nach innen. Hunter, steck. Was, Mann? Alter. Aber es ist halt auch so behindert, weil sich hier eigentlich gar keiner angeboten hat. Komm mal, jetzt die letzte Chance wahrscheinlich. Ah, nee, mach nochmal den Ball. Ihr Schaf, nein. Fuck, das war's, Freunde, es war's. Ja, fuck. 2-1 verloren, es hat sich leider nichts. Wir haben Ergebnis geändert, leider auch nicht für uns irgendwas geändert. Schade. Ey, Mann, es ist so behindert irgendwie.
Ich habe gar kein Ziel erreicht. Aber wie soll ich denn hier bitte 5 Tore schießen? Naja, also wenn es jetzt so weitergehen sollte, dann werde ich wahrscheinlich wieder auf Profi runterschrauben. Aber man kann ja mal verlieren, vor allem MLS Allstars sind die besten Spieler einer ganzen Liga. Ja, wir haben nur 32 Minuten gespielt, jetzt sollten wir hier eigentlich auch nichts bekommen. Nee, haben wir auch nicht. So, da geht auch nicht los. Aber wir haben 400.000 Follower geknackt. Und ja, na, fast eine 74 oder eine 73. Und wir haben 0 Skillpunkte leider noch. So, was passiert jetzt? Okay, es passiert nichts. Wahrscheinlich geht es jetzt weiter mit einem Training. Nein, mit einer Sequenz. Oh, wir fliegen anscheinend wieder nach Liverpool. Ich mach das schon. Er schnallt hier den Pokal an. Ist gut gelaufen, Hunter? Der Titelgewinn hat echt Spaß gemacht, Boss. Aber ein echter Titel bei Saisonende wäre schöner. Also wenn du in der Premier League so spielst wie auf der Tour, dann haben wir gute Chancen. Danke fürs Vertrauen, Boss. Okay, er schnallt ja einfach noch den Pokal an der Hand. Ja, und das war das Kapitel 1. Wir bekommen noch ein Tattoo. Oh mein Gott. Wir haben nur 5 Torschüsse. Oh mein Gott. In dieser ganzen Vorbereitungssaison, Alter, oder ja, Tour. Natürlich. Wir bekommen jetzt hier ein Set, aber wir spielen natürlich jetzt The Journey weiter. Let's go, Freunde. Was passiert jetzt? Wir kommen wahrscheinlich, ja, wir sind wieder zurück zu Hause und sind hier wieder im ganz normalen Menü. So, Liverpool. Wir sind in Liverpool und wir haben was Neues hier dazu bekommen. Jetzt kommt hier der Styler. Vor allem bei den Hoodies haben wir jetzt einen blauen. Ja, das sieht eigentlich auch fresh aus. Was haben wir bei T-Shirts dazu bekommen? Das Adidas Tango-Shirt. Okay, ja, kann man mal anlassen. Kann man mal machen. Aussehen haben wir noch. Bei den Tattoos einen Flügel bekommen, okay. Rechter Arm haben wir. Ah ja, das Tattoo dazu bekommen. Genau, das Tribal-Wappen. Okay, so. Und beim Trikot haben wir noch was. Und zwar Schuhe, oh mein Gott. Schuhe haben wir neue. Einmal die Adidas Ace 17 Plus. Alter, die sehen auch nicht scheiße aus. Ich glaube, die nehme ich sogar. Oder sollen wir die nehmen? Die sehen auch ganz fresh aus. Die auch nicht so schlecht. Ja, aber sonst haben wir doch hier noch was. Aber naja, da ist nichts Schönes dabei. Ich hätte gesagt, wir nehmen die hier. Vor allem mit dem Blau. Oder sollen wir das nehmen? Ich glaube, ich nehme sogar das. Und sonst hier nichts dazu bekommen. Schade. Aber es ist auf jeden Fall, ja, fresh, was wir dazu bekommen haben. Und es geht ins erste Spiel, ins erste Premier League Spiel. Wir sind immer noch Auswechselspieler. Wieder im Geschäft. Okay, eine neue Saison. Ein paar neue Gesichter. Gibt viel zu tun. In dieser Saison müssen wir noch härter kämpfen. Härter arbeiten. Jeder Punkt entscheidet in dieser Liga. Also geht aufs Feld und zeigt mir und dem Coach, wie bereit ihr seid. Kommt schon! Hey, Freunde, wo ist der Ball? Wo ist der Ball von unserem Großvater? Den hat er einfach gerade nicht abgeklatscht. Ich weiß auch nicht, warum. Und wir gehen jetzt rein in die Partie gegen West Bromwich, glaube ich. Oder sollte es schon sein? Wieder im Geschäft, Kapitel. Ob wir sollen... Oh mein Gott, das ist ja schon geil. Okay, wir sollen ein Tor jetzt hier in dieser Partie schießen. Bitte. Oh mein Gott, das wäre so wichtig.
Okay, wir werden wieder eingewechselt. Wir sollten das 7,0 eine Torvorlage. Und wir sollen das Spiel gewinnen. Steht. Wir führen 2-1 anscheinend, laut der Anzeige da rechts von der Anfield Road. Und so ist es auch. Wir führen 2-1. Let's go. West Bromwich, glaube ich, ja. Ja, West Bromwich. Sollten wir doch eigentlich easy packen. Aber ich möchte hier ein Tor schießen. Aber wir spielen auf Weltklasse. Das war natürlich schon ein bisschen dumm. Weil eigentlich will ich schon so eine Aufgabe abschließen. Wir haben ja im ersten Kapitel nichts abgeschlossen. Das ist natürlich nicht so geil. Aber jetzt im zweiten Kapitel sollte sich das wahrscheinlich ändern. Jürgen Klopp, glaube ich, ist das da unten? Nee, der steht links. Wenn dann. Okay, jetzt gibt's Freistoß für die anderen, für West Bromwich. Und wir sehen uns wieder bei den Highlights. Und oh mein Gott, nein! Nein, es steht bisher 2-2, Leute. Oh mein Gott, wir müssen jetzt noch ein Tor schießen. Alter, es ist die 70. Spielminute. Das kann's doch nicht sein. Und jetzt... Irgendwie 15 Minuten, nachdem ich eingewechselt wurde, gleich mal das 2-2 kassiert. Aber jetzt, Hunter, vielleicht mit der Vorlage. Ja, ja, Mann. Let's go, Lalana. Let's fucking go. Komm, wir müssen es gewinnen. Wir müssen es gewinnen für einen guten Saisonstart. Aber ich muss auch noch ein Tor schießen für... Publikumsliebling, weil ich möchte irgendwie schon Publikumsliebling sein. Vielleicht wird man dann ja auch nicht ausgebuht, weil ich habe ja schon in der Demo The Journey angezockt. Und dort wurde man ja nach den Transfergerüchten ausgebuht in einem Spiel. Und nein, oh mein Gott, haut den Ball weg, genauso. So, okay, nein, oh, Mignolet hat den Ball, come on. Ich weiß nicht, wohin ich jetzt rennen soll. Ob ich mich zentral orientieren soll? Schlechtes Stellungsspiel. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich stehe doch die ganze Zeit vorne. Come on, Klein. Ah, mach doch was Gutes. Jawohl, aber es gibt noch den Freistoß. Okay, West Bromwich wechselt. Aber das interessiert uns nicht. Ich will hier den Ball. Ich will doch nur den Ball. Jawohl, komm. Martin. Ja, lalala. Lala, nein. Spielen. Mann. So spielt ja den so kompliziert. Nein, wieso? Ey, der war gerade von Henderson, glaube ich, Alter. Was war das für ein Pass? Es war wirklich ein schlechter Pass, muss man sagen. Und jetzt Phillips. Mein Gott, ich muss vor dir bleiben. Nicht, dass ich wieder Minus bekomme. Ey, ich laber hier die ganze Zeit, obwohl es euch gar nicht interessiert. Ich strecke das Video hier gerade irgendwie. Sorry dafür. Ich werde vielleicht eh keine Werbung schalten. Vielleicht, ne? Vielleicht, nö. Nicht Spaß. So, eine Werbung kann man doch mal schalten hier. Also für das, dass ich in der ersten, also bei der ersten Folge hier, eine Stunde nur gesessen bin. Also knapp eine Stunde. Es waren 55 Minuten, glaube ich. Aber come on, ich will ein Tor schießen. Sakko. Mann, ey. Leute, es kann's nicht sein. Mignolet, hau den Ball zu mir. Mann, dann steht hier so ein komischer Typ. Ey, du komischer Typ. So, okay. Ich will den Ball. Ich will den Ball. Oh mein Gott. Ups, nein. Oh mein Gott, wir dürfen gerade kein Tor mehr kassieren. Mané geht runter. Wieso, Jürgen? Wieso? Mané geht runter und reinkommt für ihn Mohamed Salah. Ist jetzt auch nicht so ein schlechter Spieler, aber Mané ist halt schon ein bisschen besser. Ich nehme euch jetzt noch mit die letzten Minuten oder auch die letzten Sekunden schon eigentlich. Ja, spiel ihn durch. Lalala. Mann, wieso bist du so ein Egoist und behältst ihn 10 Minuten lang, Mann? Ich brauch doch auch noch hier Publikumsliebling, Alter. Aber komm, 3-2 Saisonstart kann man doch mal machen. Und die Tattoos, Alter. Der hat hier 5 Tattoos, Alter. 5 Tattoos, die man alle sieht. Alles erfüllt, Freunde.
das ist doch mal im Gegensatz zu dem Spiel gegen MLS All-Stars was ganz anderes. Und ich würde sagen, wir machen heute mal ein drittes Spiel, da wir ja nur eingewechselt wurden in den beiden letzten Spielen. Und vielleicht kommt jetzt noch eine Sequenz. Nee, bisher nur das. Ah, 74 Gesamtwertung und wir haben einen Skillpunkt. Dann setzen wir hier, ja, für Spielmacher mal ein. Dann drücken wir hier mal auf Weiter. Kommt eine Sequenz? Nee, sieht nicht so aus. Nee. Okay, wir sind hier wieder zu Hause. Let's go. Okay, 410.000. Okay, drücken wir weiter. Okay, wir haben jetzt hier was. Und, oh mein Gott, das ist die Szene, glaube ich, aus der Demo, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Okay, ich rede jetzt nicht mehr. Bist du immer noch dran? Meine Deadline ist morgen. Wenn du erstmal gegessen hast, geht alles viel schneller, glaub mir. Michael. Oh. Ich habe Neuigkeiten für dich. Jim, Catherine? Michael, es gibt Frühstück. Nimm dir einen Kaffee. Na, da sag ich nicht nein. Was ist denn los? Es sieht so aus, als ob bei der Tour einige auf dich aufmerksam geworden sind, Alex. Was mich nicht überrascht, so wie du deine Spiele dominierst. Wer? Also, ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche mit Vertretern europäischer Topclubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, und ich hatte gerade ein nettes Telefonat mit jemandem von Trommelwirbel, bitte. Los Blancos. Du spinnst. Real Madrid. Oh mein Gott. Du hast in den USA wohl etwas auf dich aufmerksam gemacht. Ist zwar alles noch im Anfangsstadium, aber Real will ich noch vor der Transfer-Deadline verpflichten. Das ist riesig. Besser geht's nicht, Alex. Megastars, Megaspiele, Megaverträge. Im Ernst jetzt? Also, du weißt doch, wer meine Jugendidole waren, Michael. Raul, Roberto Carlos und Zidane. Komm schon. Laut Agent ist fast alles in trockenen Tüchern. Ist eine Ehre, klar. Aber du bist gerade mal 18, Alex. Das ist ein Traumtransfer, klar. Aber der Druck wäre enorm. Du kennst doch in Madrid überhaupt niemanden. Und die Startelf, die wirst du erst mal vergessen können, Alex. Du bekommst in deiner Karriere noch viele Chancen. Im Moment ist das zu riskant. Und deine Fans? Vergessen das sicher nicht. Nicht so eine Nummer. Das weiß ich doch. Aber das ist vielleicht meine einzige Chance. Denk immer an Dad. Hey! Sag sowas bitte nie wieder. Du bist nicht Harold. Natürlich ist das überwältigend. Aber wir müssen schnell handeln, sonst laufen wir Gefahr, dass sie ihre Meinung ändern. Also gut. Wenn Michael zustimmt und es genau das ist, was du willst, dann... Was sagt dein Herz dazu? Also, davon habe ich schon als kleines Kind geträumt, Mom. Wie könnte ich da Nein sagen? Okay, wir werden ein paar Tage für die Details brauchen, aber bis dahin solltest du in den ersten Saisonspielen noch eine Schippe drauflegen, alles klar? Dann steigt die Ablöse vielleicht noch weiter. Real Madrid! Okay. Michael hat anscheinend jetzt hier ein paar Angebote reinbekommen und wieder Training. Ich würde sagen, wir simulieren es, oder? Nee, komm, wir spielen es heute. Let's go. So, Training beginnen. Alexander, 79 Sprintgeschwindigkeit. Oh mein Gott, 79. Oh mein Gott. Okay, let's go. So, hier jetzt. Genau, Hunter, genau. Als ob es hier noch extra gibt. Ah, das ist die. Die habe ich schon mal gemacht, glaube ich, irgendwann. Also, die kenne ich. So, Hunter, Hunter. Come on, Hunter. Nee, ich muss hier. Jawohl. Und jetzt, Hunter! Bra, oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Was war das? Okay, heute. Anscheinend ist so Dribbling der ja, die Stärke, die wir verbessern sollen.
Oh. Ah, nee, die kenne ich auch von der Demo. Glaube ich, ja. Von der Demo war die. Ja, Hunter. Fuck. Das war dumm. Okay, so. Und jetzt hier so. Mann, ey, wo rennst du hin? Renn doch hier durch, jawohl. Mach's dir nicht so schwer, Junge. Mach's dir nicht so schwer, genau. Nur eine 2, okay, kann man mal machen. Eine 2 im Training ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Okay. Vielleicht gehen wir ja jetzt auch in die Startelf. Ja. Sind Startelf. Aber wie? Wir sind fast schon ganz voll. Und oh Gott. Okay, nehmen wir an, Real Madrid macht vor der Transfer-Deadline am 31. August ein Angebot. Alex, bist du sicher, dass du das willst? Wenn du hier bleibst, werden wir dich weiter trainieren und in ein paar Jahren... Aber in der Premier League ist momentan niemand begehrter als Alex. Sollte es dir um deinen Vertrag gehen, Michael und ich haben vereinbart. Es geht nicht nur um das Geld. Genau. Warten wir ab, wie es sich entwickelt. Aber solltest du wirklich wechseln wollen, Alex, musst du eine Transferanfrage einreichen. Wenn das so ist, dann machen wir das halt. Das hätte ich jetzt schon gesagt, ja. Dann machen wir das so. Tja, so sieht es aus, Alex. Okay, wir haben jetzt also eine Transferanfrage eingeschickt. So, okay, wir sind jetzt hier in Liverpool. Wir haben nochmal ein neues Outfit bekommen. Hier, ah, das ist wieder die blauen Hoodies hier. Okay, mal auswählen und dann hier wieder das vom vorhin auswählen. Das war das, genau. So, aussehen haben wir wieder ein paar Tattoos bekommen. Ja, nee. Anscheinend doch nicht. So. Und dann hier Trikot. Wir haben nochmal neue Schuhe, aber wir lassen jetzt mal hier die an. Und nächstes Spiel gegen Burnley. Let's go, Freunde. Rein. Startelf. Let's go. Ist das die nächste Lüge? Und? Oh mein Gott. Warum wirst du mich vermessen? Ich hätte es dir schon noch gesagt. Bisher steht noch nichts fest. Noch steht das nicht fest? Nein. Nein. Aber du hast schon um einen Transfer gebeten. Okay. Okay, Startelf in den Tunnel. Ersatzspieler auf die Bank. Komm schon. Im Netz gibt's nur ein Thema. Die Fans wissen es. Ey, Glückwunsch, mon ami. Komm jetzt. Okay, wir spielen anscheinend Startelf. Let's go. Nice. Burnley. Easy. Come on. Let's fucking go. Okay, Hunter läuft hier ein, hier links. Oh, in den gelben Trikots oder orangen halt. Let's go, Freunde, mit der Partie in Burnley. Wir sehen uns bei den Highlights wieder. Bis gleich. Oh, Hunter, jetzt mal. Ah, spiel doch zu mir, Mann. Klein, auf Hunter, schieß doch, Junge, schieß. Oh mein Gott, aber wir haben noch einen Einwurf. Wir bleiben noch dran. Komm, Emre Can, läuf doch mit, Alter. Come on. Bisher läuft's noch nicht so. Aber jetzt, Hunter, Mann, schieß halt. Ey, das solltest du eigentlich automatisch merken, dass du hier schießen musst. Aber dann wäre FIFA ja auch zu einfach. Oh mein Gott, Hunter, oh mein Gott. Was eine große Chance. Aber noch nicht vorbei. Ecke gibt's noch. Kurz ausgeführt auf uns, auf Hand. Ja, und was war das für eine Scheißflanke? Okay, Halbzeit 0:0. Nein, oh mein Gott. Ey, wieso Klopp? Ey, fuck. Junge.
Ja, natürlich simuliere ich das, Alter. Denkst du, ich schaue mir so ein Spiel an, wenn die CPU von, wenn die CPU einfach Pässe auf 5 Zentimeter sogar, können die nicht mal spielen. Come on, let's go. Let's fucking go. Ein Skillpunkt. Wir sind eher der Torjäger anscheinend. Ja, wir machen natürlich hier eher so ausgeglichen, hätte ich gesagt. Ja, wir sind noch ein bisschen bei Torjäger. Aber let's go. Morgen, mein Junge. Gut geschlafen? Danke. Danke, dass ihr gestern noch vorbeigekommen seid. Ich brauchte einfach jemanden. Schon okay. Wir sind immer für dich da. Ja? Hast du es schon gesehen? Was gesehen? Rekrute machen interessante Fotos die Runde, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das untermauert... Was? Das stimmt doch gar nicht. Mach dir keine Sorgen, sowas ist normal. Bei einem Transfer muss man mit sowas rechnen. Normal? Sieht aus, als würde alles außer Kontrolle geraten. Immer noch kein Angebot? Die großen Clubs warten bis zum letzten Moment. Ich treffe mich heute mit dem Agenten. Morgen früh ist alles durch. Hab einfach ein bisschen Geduld, ja? Ja, hoffentlich denkst du daran, was das Beste für Alex ist. Komm schon, Opa. Nicht schon wieder, ja? Wann hat Michael uns jemals enttäuscht? Okay, anscheinend haben jetzt hier ein paar Paparazzis haben hier ein paar Fotos von Alex gemacht, wo er das Trikot von Ronaldo getragen hat anscheinend. Also, ein bisschen verrückt, aber wir gehen jetzt rein hier ins Training und das, hätte ich gesagt, simulieren wir einfach. Scheiß auf Stammplatz oder Startaufstellung, wir sind eh so weit um. Let's go. Nein, ich wollte eigentlich nicht. Schade. Okay, dann machen wir das einfach mal. Let's go. Oh nee, nicht diese Übung. Oh man. Let's go. Okay. So. Mein Gott, das ist eigentlich voll easy. Weil der macht das eigentlich fast schon automatisch, so dass der an dem vorbeigeht. Und exzellent, Freunde. Let's go. So, fortsetzen hier. War eigentlich recht easy. So, nächste Einheit. Heute Schwierigkeit anscheinend passen. Oh mein Gott, nee. Nicht El Rondo, glaube ich. Oh Gott, und ich steuere auch noch alle. Sowas hasse ich. Ganz ehrlich, ey. Sowas hasse ich. Nein, ich hätte zu Alex wieder passen sollen. Oh mein Gott. Ja, ich bin sowas richtig scheiße. Ja, schau es dir an, Alter. Bei sowas heißt es bei uns im Training immer, erster ist frei. Also der erste Pass ist frei, aber anscheinend hier in FIFA nicht. Ja, ich denke, wir gehen ein bisschen runter. Ja, oh, sogar ein bisschen viel. Aber, Freunde, ich denke, das war's jetzt für heute. Vielleicht kommt ja noch eine Sequenz. Ich denke aber mal nicht. Ich glaube, jetzt geht's rein ins nächste Spiel. Ja, so ist es auch. Wir sind Dritter, Freunde. Wir sind Dritter, Mann. Let's go. Das war's aber für heute. Wir sehen uns bei der dritten Folge wieder, die jetzt auch bald online kommen wird. Wir sehen uns dann. Bis dann und haut rein. Ciao.